So Leute, heute gibt es ein Update zu unserem Revolver-Karabiner. Ich habe mit Freude eure ganzen E-Mails gesehen. Ihr habt viel geantwortet, es sind viele interessante Ideen dazugekommen. Und wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und sind daran weiter am Arbeiten. Die Konstruktion ist einen ganzen Schritt weiter und ich möchte euch heute zeigen, wie es weitergeht. Es geht nach wie vor um unseren Revolver und wir wollen daraus einen Karabiner bauen. Und die ganze Verbindungsgeschichte und wie das aussehen wird, zeigen wir euch jetzt. Ihr habt geschrieben, ihr wollt einen 16 Zoll Lauf. Das ist ganz praktisch, weil so ist es auch in Deutschland bzw. sogar in den USA eine Langwaffe und das wird wichtig sein. Also sind wir hergegangen, haben einen unserer Polygonläufe genommen und einen richtig fetten Bullbarrel daraus gedreht. Vorne haben wir ein Mündungsgewinde angesetzt, dass wir auch irgendwas an Feuerdämpfer draufsetzen können. Und die ganze Sache wird verbunden über das Gewinde. Und wir haben unsere Sechskant-Kontergeschichte draufgesetzt, sodass wir später da ein Adapterstück dran schaffen können, womit wir auch einen tollen Tactical beziehungsweise ein AR-Vorderschaft aufnehmen können. Schrauben wir erstmal den Lauf rein und schauen, wie die ganze Sache schon mal optisch wird. Und hier kommt unser Vorderschaftsteil drauf. Aber ihr habt richtig gesehen, es fehlt ein Adapterstück, einfach wo wir die ganze Sache mit verbinden können. Das habe ich konstruiert und die ganze Sache erstmal in 3D gedruckt. Und die Teile sehen so aus. So wird das Verbindungsstück aussehen. Wie ihr sehen könnt, dort geht der Lauf durch und wir haben hier einen Sechskant, an dem der Lauf gegen die Verdrehung gesichert wird. Und später, wenn die Sache montiert ist, werden wir dort unser AR-Vorderschaftsteil fest verschrauben. Außerdem habe ich hier eine tolle Picatinny-Schiene gedruckt, mit der wir die ganze Sache nach hinten auf den Revolver weiterführen können, sodass jede Art von Optik drauf montiert wird. Der Lauf muss wieder raus. Hier ist der Sechskant drin und dieser Sechskant haben wir natürlich auch auf den Lauf aufgefräst, dass, wenn die ganze Sache verschraubt ist, die Sache sich nicht mehr lösen und verdrehen kann. Also die Sache einfach aufsetzen. Durch das Drucken ist das nicht maßlich 100% okay. Aber wir können eben schon mal schießen und die ganze Sache uns von der Optik her anschauen. Ich finde gar nicht schlecht. Der Vorderschaft kommt hier drauf und die Schiene sitzt später so. Brutal. Ich finde, das sieht schon mal richtig cool aus. Hat so ein bisschen was vom Mad Max-Style. Ja, was fehlt, ist natürlich der Hinterschaft. Und um die ganze Sache haben wir uns lange Gedanken gemacht. Und ich habe mir extra einen 3D-Drucker für die Sache ausgeliehen. Wir haben einen ganz speziellen 3D-Drucker bekommen, der sowohl ein Polymer als auch einen Glasfaserverbundstoff drucken kann. Einfach, dass wir mit dem Prototyp einmal die ganze Sache anschlagen und vor allen Dingen auch schießen können, wie die ganze Sache im Schuss und in der ganzen Sache, ja, in der Bewegung und im Schuss eben in der Hand liegt, ja. Also, das zeige ich euch hier, wie der 3D-Drucker ganz kurz arbeitet. Und es ist ganz interessant, wir haben da ein Zweifaserverbundsystem und ja, gleich geht's weiter und wir bauen die Sache zusammen. So sieht das fertige Ergebnis aus. Es ist der zweite Versuch gewesen. Der erste Versuch ist leider völlig in die Hose gegangen. Das passiert nun mal. Wir haben die Sache erst aus einem reinen Kunststoff gedruckt und dann ist die Sache sofort auseinandergeflogen. Wie gesagt, dieses Teil hier ist aus einem extra Verbindungsstreifen, Glasfaserkern gedruckt. Ich bin mir ganz sicher, das wird funktionieren. Wie ihr sehen konntet, haben wir extra zwei Gewinde in den Rahmen reingebracht und die Idee dahinter ist eben, die Sache final mit extra nicht lösbaren Schrauben einzusetzen, so dass es vom Gesetz her auch wirklich später eine Langwaffe gibt und nicht mehr als Kurzwaffe deklariert werden kann. Wie ihr sehen könnt, wir haben den Hinterschaft angeschraubt. Wir haben uns extra für ein ganz hochwertiges Produkt aus Kanada von der Firma MDT entschieden. Ich finde, zu so einem Revolver, da gehören einfach auch die besten Anbauteile dran. Aber wie ihr seht, das Ding ist AR-ready. Es kann also jede andere Hinterschaft auch aufgenommen werden. Was fehlt noch? Griffschalen. Tja, da dies ein Prototyp ist, haben wir auch diese gedruckt und bauen die jetzt zusammen. So, das sind die Griffschalen. Wir haben diese auch wieder extra auf unserem neuen 3D-Drucker gedruckt. Innen haben wir eine extra Aussparung für den Hinterschaftsanschluss gesetzt. Und lasst uns die mal zusammenbauen und schauen, wie die ganze Sache optisch aussieht. So sieht die finale Waffe aus. Ich finde, das ist ein richtig tolles Gewehr geworden. Aber was fehlt der ganzen Sache noch? Natürlich kann man hier einen Haufen Anbauteile dranbauen. Und ich finde, das ist eine gute Chance für euch. Schreibt uns in die Kommentare, was würdet ihr hier anbauen. Wir bauen die Sachen dran, fahren damit auf den Schießstand und schauen uns im nächsten Video an, wie das Ding
performt. Also, bleibt dran, abonniert unseren Kanal und ich freue mich, wenn wir schießen gehen.